Die Wogen um das Pro und Contra des Wolfes schlagen nach wie vor hoch. Die Wissenschaft bemüht sich, zwischen diesen Extremen zu vermitteln. Die Gesellschaft für Wildtier- und Jagdforschung hat 2019 zu einer internationalen Konferenz Wolfexperten aus vielen europäischen Ländern zum Thema der Wolf in Europa, Utopie oder Wirklichkeit eingeladen und die Ergebnisse in einem dicken Symposiumsband publiziert. Das ist dieses Werk, das allgemein zugänglich ist und auch Ministerien bereits bekommen haben, um sachverständige Argumente für und gegen den Wolf nachzulesen. Der Wolf ist keine vom Aussterben bedrohte Art. Es ist eine fantastische Tierart, ein Spitzenprädator mit einem faszinierenden Verhalten. In Deutschland leben zurzeit weit über 1500, ja, vermutlich sogar mit dem diesjährigen Nachwuchs um die 2000 Wölfe. Wir haben eine grenzüberschreitende Population von mehreren tausend Wölfen. Die Phrase von einem noch nicht erreichten Erhaltungszustand ist unhaltbar und wissenschaftlich einfach völlig falsch. Der Genaustausch erfolgt über eine Distanz bis zu 800 Kilometern. Immer wieder erkranken Wölfe qualvoll an der Reude, ein Zeichen klaren Überschreitens der Populationsdichte. Nirgendwo im gesamten Wolfsareal gibt es eine derart hohe Populationsdichte wie in Deutschland zurzeit. Nach Hochrechnung des Bundesamtes für Naturschutz soll Deutschland Platz für 1200 Wolfsterritorien haben. Das würde einen Wolfsbestand von weit über 10.000 Tieren bedeuten. 1200 Wolfsrudel würden jährlich 3600 Jungwölfe produzieren. Darüber aber kein Wort, auch in jüngsten Fernsehsendungen nicht. Was soll denn mit diesem Nachwuchs passieren? Der tragbare Zenit eines Wolfbestandes ist in Deutschland bereits überschritten. Das wird inzwischen auch von Politikern und einigen Verbänden offen angesprochen. Immer wieder wird suggeriert, dass ein konfliktfreies Zusammenleben von Mensch und Wolf im dicht besiedelten Mitteleuropa möglich sei. Das Gegenteil ist bei einer derart hohen Wolfsdichte der Fall. Die Habituation des Wolfes, die Gewöhnung an Mensch und Siedlungen ist allgegenwärtig. Darüber hinaus wird verschwiegen, dass der Wolf in kurzer Zeit bereits mehrere lokale Muffelwildbestände ausgelöscht hat. Die Weidetierhaltung in Deutschland ist nach wie vor arg gefährdet, zum Teil in der Existenz bedroht. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Weidewirtschaft aber unverzichtbar. Herdenschutz mit Zäunen und tierischen Wächtern hält den Wolf nur sehr begrenzt bei der Überwindung von Hindernissen zurück. Die Wissenschaft hat sich klar für den Wolf, aber in einer ebenso klar begrenzten Bestandshöhe positioniert. Dies sehen auch 80% der ländlichen Bevölkerung ebenso. Wir brauchen den Wolf nicht flächendeckend in ganz Deutschland. Es muss auch wolfsfreie Zonen geben, und zwar sowohl im Gebirge mit ausgeprägter Almwirtschaft als auch an besonderen Standorten im Flachland. Der Wolf gehört mit kurzer Jagdzeit und jährlich festgelegter Quote in die Jagdgesetzgebung und muss wie jede andere Wildart behandelt werden. Das haben vor Jahren schon Experten in Polen und der Slowakei niedergeschrieben. Der Schutz des Wolfes kann dann langfristig garantiert werden. Das machen uns Länder des Baltikums,
des Balkans, aber auch Schweden, Spanien, Frankreich, Schweiz und die Slowakei vor. Warum lernen wir nicht von diesen Ländern? Wölfe hasst man oder Wölfe liebt man? Letzteres fällt naturgemäß leichter, wenn man kein Schaf ist, in einer Stadt lebt, wilde Tiere nur in Filmen antrifft und dem WWF jährlich einen Mitgliedsbeitrag überreicht. Vom Fernsehsessel aus kann man fröhlich befürworten, dass Isegrim wieder frei und stolz durch die Lande zieht. Bahn frei für den Wolf und alles wird gut. Oder doch nicht? Der Experte warnt vor zu viel Gefühl. Wer zu sehr hasst, bringt vieles durcheinander. Wer sehr viel liebt, ebenfalls. Wir stehen heute vor der schwierigen Herausforderung, die breite Unterstützung für den Erhalt des Wolfes in eine rationale und im Zusammenhang stehende Argumentation umzuleiten, die nicht nur den Wolf, sondern die gesamte Umwelt einschließlich der menschlichen Interessen berücksichtigt. Wolfschutz neigt dazu, die Diskussion auf das Management des Tieres selbst zu konzentrieren, häufig mit wenig Beachtung für die übrige Umwelt, in der eine Wolfspopulation lebt. Aber Wölfe sind nur eines von vielen Teilen einer Umwelt und ihr Schutz wird häufig am besten dadurch erreicht, dass verschiedene andere Komponenten des Ökosystems in einem ganzheitlichen Ansatz betrachtet werden. Und dem ist voll zuzustimmen.